Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kleine Information. Gestern vor 7 Jahren habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet, das erste Video hochgestellt, damals noch zum Thema die Wiedergeburt Jerusalems. War damals komplett neu. Ich glaube, ich habe 20 Aufrufe gehabt und es hat sogar, glaube ich, 2 Jahre gedauert, bis mal 300 Aufrufe auf die Videos gekommen sind. Aber mittlerweile hat es sich ja schön entwickelt. Ich freue mich sehr, dass ich so pünktlich fertig geworden bin. Sieht man jetzt irgendwie auch bei dem, was da in Israel passiert. Das ist ein absolutes Drama, was da passiert. Ja? Das Land, das reißt ja auseinander. Vielleicht kriegt der Netanyahu nochmal die Kurve. Aber im Moment sieht alles nach Neuwahlen aus. Und das ist die Frage, ob das Drama wieder von vorne anfängt. Wie auch immer diese Entwicklungen da ausgehen, der Riss ist tief. Und es ist sichtbar geworden, dass der Riss zwischen dem Süden und dem Norden verläuft. Und das ist das, was ich ja eigentlich auch schon immer sage, schon seit über 4 Jahren, 4,5 Jahren jetzt, dass Israel auseinanderbrechen wird. Und habe das auch ganz oft in Videos erklärt. Und man muss natürlich ein bisschen graben. Ja, das steht nicht irgendwo, Israel bricht in der Endzeit auseinander. So ist das dann nicht, sondern da muss man ein paar Vorkenntnisse auch haben. Nicht alles fällt einem dann auch in den Schoß direkt. Aber wenn man die Wiedergeburt Jerusalems kennt und ein bisschen die historischen Zusammenhänge, dann versteht man plötzlich auch, wo die Endzeit von spricht. Und dann findet man das allenthalben in der Bibel, ja? Dass Israel zerbrechen wird in 2 Teile. Und zwar genauso, wie es auch in der Antike gewesen ist. Ich erwarte das auch. Ob das jetzt schon soweit ist, weiß niemand. Ja? Das wird man erst sehen, wenn es soweit ist. Wenn es passiert, ist es unumkehrbar und dann existenziell für das Fortbestehen Israels, weil dann ist es auch nicht mehr lange, bis die 70. Jahrwoche beginnt. Ja. Okay, also das sind alles so Themen, die ich in meinem Kanal behandle. Ich freue mich auch über die vielen neuen Abonnenten, freue mich, dass das letzte Video über 10.000 Aufrufe gehabt hat. Da war ich dann doch erstaunt, aber das ist immer so, wenn man über aktuelle Themen spricht, dann sind die Leute halt eher auch wach und empfänglich für sowas. Seit 4,5 Jahren rede ich über das Drama, was da Israel bevorsteht, und das haben nur ganz wenige Leute eigentlich nachvollzogen, aber wenn es dann in der Presse kommt, dann merkt man natürlich schon, dass da mehr Nachfrage ist zu. Ich empfehle einfach, schaut euch die Videos an, legt eine gute Basis in eurem Glauben. Ich habe da nicht nur meine Meinung in den letzten 7 Jahren gezeigt, sondern auch die bisherige Meinung. Ich habe die Gegenseite zu Wort kommen lassen, ja, und hab die Gegenseite auch kommentiert, habe die Gegenseite auch kritisiert, gar keine Frage. Darf man auch tun im öffentlichen Exkurs, ja, das ist so. Hat auch nichts mit persönlichen Animositäten zu tun, sondern da geht es ja um das Thema, was da behandelt wird. Ich habe alle Quellen offengelegt und habe in meinem Kanal in den letzten 7 Jahren, ich glaube, weiß nicht, über 200 Videos und hat, ich glaube sogar alles zusammen über 300 Videos gemacht, aber die sind alle aufgelistet hintereinander, die sind nummeriert, Kapitel 01, Kapitel 02, Kapitel 03, dann fängt das an mit Johannes 3, Wiedergeburt, ganz einfach, Fragestellung, dann ins Alte Testament und so weiter, und baut dann aufeinander auf und geht dann auch in so Kapitel wie Matthäus 24 oder Daniel 9. Ja? Und die letzten 7 Jahre, ich danke dem Herrn, ja, dass das so hat möglich sein dürfen. Ich danke Gott und unserem Herrn Jesus Christus, dass ich mich nicht habe revidieren müssen. Also ich kann nach 7 Jahren immer noch das erste Video anschauen und kann sagen, das ist stimmig. Ich würde dann nichts von zurücknehmen, von dem, was ich da gesagt habe, weder im ersten Video noch in den anderen. Und das finde ich etwas Großartiges. Deswegen, ich sage das auch immer wieder, weil ich da um Vertrauen werbe und sage, schaut euch das an. Das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern ist sauber argumentiert und auch sauber an der Bibel gezeigt. Ja, ich mache dann Fotos, ich zeige die Quellen, ich zeige die Bibeltexte, ich zeige die jüdische Meinung, ja, ich zeige zum Beispiel die jüdische Meinung, wie man die 70. Jahrwoche da versteht bei ihnen. Die ist noch schlimmer als die christliche, ja, die löschen ja 165 oder 166 Jahre aus der profanen Geschichte raus. Ich zeige auch die christliche Variante, ja, zum Beispiel auch von Daniel 9, 25, 26, 27, da wo es um die 70 Jahrwochen geht. Ich stelle auch meine eigene vor. Ja. Also ich kritisiere nicht einfach nur an anderer Leute mühsame Arbeit herum, sondern ich stelle ja auch eine eigene These auf, die ich an der Bibel auch argumentiere und zeige. Und ich stelle auch beides gegenüber, ja, das, was bisher dazu gesagt wurde, zu den 70 Jahren, wo die Schwachpunkte sind und wo bei meiner Sichtweise die Dinge da biblisch auch zusammenpassen und sich auch da eine Harmonie ergibt innerhalb vom Propheten Daniel.
Also ich danke auch den Zuschauern, ja, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe viel Unterstützung bekommen, konstruktive wie kritische Kritik, ja, die gehört auch dazu. Die war für mich auch immer wieder ein Maßstab, an dem ich meine Dinge auch immer habe messen müssen. Haben die Kritiker recht mit dem, was sie sagen? Oder kann ich das entkräften? Oder hat das Hand und Fuß? Ja, und muss ich mich da korrigieren? Also alles hat irgendwie dazu beigetragen. Ich danke vor allem auch denen, die die Videos auch geteilt haben und dafür gesorgt haben, dass sie Verbreitung finden. Und nach nimmt das Thema so ein bisschen Fahrt auf. Auch in der theologischen Welt. Manche wehren sich noch dagegen, ja, gegen die Auslegungen zum Daniel, dass das Standbild anders gesehen werden muss, dass es gar keine zwei Beine hat, sondern Schenkel, ja. Oder Auslegungen auch zu anderen Themen, jetzt wie die 70 Jahre. Und vor allem aber zur Wiedergeburt, ja, dass die Wiedergeburt im Alten Testament für Jerusalem vorhergesagt ist und dass wir eine endzeitliche Wiedergeburt der Stadt Jerusalem zu erwarten haben. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Israel zerbricht. Ja. Sonst kann die alttestamentliche Prophetie nicht in Erfüllung gehen. Ja. Damit sind wir eigentlich dann wieder in der Jetztzeit. Ja. Also ich danke sehr herzlich für alle Unterstützung, für das Teilen der Videos, für die Besuche auf den Bibeltagen und für alles, was irgendwie dem Thema da vorangeholfen hat. Gottes Wort ist wahr. Wir müssen vielleicht die ein oder andere liebgewonnene Sichtweise aufgeben zugunsten dessen, was die Bibel uns über die Endzeit sagt. Aber das Wort muss sich erfüllen. Und ich bin guter Hoffnung, dass Menschen, die, wenn sie dann sehen, die Ereignisse in Israel, wie das ja vielleicht sich jetzt andeutet, das ist erst der Anfang der Wehen, ja, das ist noch nicht das, worum es da geht, das dauert alles noch. Aber dass sie dann vielleicht sich erinnern und sagen, ich habe doch irgendwo im Internet mal jemand gesehen, der darüber gesprochen hat. Und da würde ich mich freuen, wenn man dann die Videos wieder aufsucht und sich da informiert. Wer an dem Thema Interesse hat, kann auch gerne auf meinen Telegram-Kanal kommen. Ich verlinke euch den unten im Kommentarbereich. Das werden immer wieder auch Themen angesprochen von mir, die so in der Tagespresse kommen. Oder jetzt gerade gestern, also bis heute Nacht um 2:30 habe ich da, glaube ich, gepostet. Da werden auch immer Themen angesprochen, die aktuell sind. Ja? Also die jetzt kein ganzes Video rechtfertigen. Da könnt ihr euch dann auch informieren. Ja, schön. Ich, wie gesagt, freue mich drüber, über dieses kleine Jubiläum. Und wir hoffen und beten weiter und warten, dass unser Herr Jesus Christus kommt. Ja? Ich habe auch noch ein paar Themen, die ich gerne noch behandeln möchte in YouTube und hoffe, dass ich die nächsten Tage auch dazu komme, die dann zu besprechen und hochzuladen. Ja? Bis dahin wünsche ich alles Gute euch, Gottes Segen, betet mit für die Verbreitung von Gottes Wort und dass die Dinge einfach auch in Bewegung kommen. Ich schätze das sehr, wenn das geteilt wird. Ich schätze es sehr, wenn ihr eure Pastoren auf die Themen ansprecht, weil das multipliziert das ja unglaublich. Ja? Mal einen Pastor ansprechen und sagen, was hältst du da von der Situation in Israel? Wie denkst du darüber? Hast du mal was von der Teilung Israels gehört, von dem Auseinanderbrechen Israels? Hast du mal was gehört von der Wiedergeburt Jerusalems? Diese Themen sind natürlich hochspannend und wichtig und ich glaube auch für Pastoren ein Thema, wo man die mal ansprechen kann, weil das dann in die Köpfe kommt. Ja, das vergisst man ja nicht wieder und irgendwann, wenn es dann eintritt, dann hoffe ich, dass da vielleicht so eine Erinnerung ist und der eine oder andere die Videos aufsucht. Die Videos, die ich gemacht habe, werden nicht mehr verändert, die werden nicht mehr gelöscht, die stehen so da, die sind auch in der Reihenfolge, sind auch in Playlists aufgeteilt, ja. Und dann könnt ihr euch da bedienen und die Sachen anschauen. Da wünsche ich viel Gewinn und Gottes Segen zu. Bis dahin mal, ich wünsche alles Gute, Gottes Bewahrung, Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen. Der Herr kommt, ja. Auf bald dann. Tschüss.